Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Magnesium-Tutorial. Und in dieser Episode gucken wir uns das Anchor-Upgrade ein bisschen näher an. Dafür brauchen wir zwei Infused Alloy, ein Diamond Dust und zwei Glass. Und das Anchor-Upgrade ist im Grunde genommen auch nur für drei Maschinen in Magnesium geeignet. Einmal für den Teleporter, einmal für den Digital Miner und einmal für den Quantum Entanglo Porter. Weil bei den restlichen Maschinen macht es dann auch am Ende weniger Sinn. Warum? Also was macht das erstmal? Das Anchor Upgrade hält einen Chunk geladen, ganz einfach. So, das bedeutet, wenn ich jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben jetzt hier einen Teleporter Frame oder den Teleporter an sich. Der ist jetzt hier eingestellt auf eine bestimmte Frequenz. Da bin ich jetzt hier schon ein paar Mal hin und her teleportiert. Der ist irgendwo ganz, ganz weit hinten am Spawn bei mir an der Base. So, und wenn ich da durchgehe, bin ich am Spawn. Allerdings ist dieser Chunk hier dann nicht mehr geladen. Das bedeutet, ich kann jetzt in den Upgrade-Slot gehen, kann das Anchor-Upgrade hier reinpacken und das Ganze ist geladen. Macht Sinn. Digital Miner, da gibt es auch ein Video dazu, gerne mal in die Playlist gucken von Mechanism. Der Digital Miner ist im Grunde genommen ja ein Miner, eine Query, ein Rohstofffarmer ganz einfach. Und dass der irgendwo in der Welt steht, wo der Chunk geladen sein muss, das brauche ich, glaube ich, niemandem zu erzählen. Quantum Entanglo Porter, im Grunde genommen das Gleiche, überträgt ja alles Mögliche. Überträgt Flüssigkeiten, Energie, Rohstoffe, in dem Fall jetzt bei Mechanism dann auch Gase oder Hitze oder also Wärme und so weiter. Muss auch im Grunde genommen ein Item sein, was geladen werden kann, sofern es, weiß nicht, meilenweit außerhalb der Base steht. Und genau dafür ist das Anchor Upgrade geeignet. An der Stelle war es so. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis demnächst. Ciao.